Maiszünsler ist ein weit verbreiteter Nachtfalter und der wichtigste Maisschädling in der Schweiz. Die adulten Falter sind 2,5 bis 3 cm lang und brünlich gelb. Die Univoltini-Rasse, die in der Schweiz die Hauptrasse ist und im gesamten Mittelland vorkommt, entwickelt sich in einer Generation pro Saison. Der Flug- und Eiablage findet jeweils von Mitte Juni bis Ende Juli statt. Südlich von den Alpen und in der Genfersee-Region gibt es eine Bivoltini-Rasse. Die bringt 2 Generationen pro Jahr hervor. Die Rasse breitet sich immer weiter aus. Die Eier werden in Gruppen von 10 bis 30 Stück auf der Unterseite der Blätter, oft in der Nähe der Mittelrippe, abgelegt. Die Larven schlüpfen 10 bis 15 Tage nach der Eiablage. Die weisslichen Larven werden bis zu 3 cm lang und haben eine schwarz-braune Kopfkapsel. Die Larven sind die Hauptursache für Schäden an den Pflanzen. Während ihrer Entwicklungszeit bohren sie Löcher in die Maispflanzen und fressen sich nachher durch das Innere des Stängels. Das Pflanzengewebe kann so austrocknen und Stängel brechen oft ab. Im Juli und August sind meistens nur die Fahnen gebrochen. Später befindet sich die Bruchstelle aber häufig über dem Kolben, seltener auch zwischen dem Kolbenansatz und dem Boden. Der Fraß der Larve hat Auswirkungen auf den Ertrag, je nachdem, wie weit die Larven im Mais vorgedrungen sind. Wenn die Larven auch den Kolben angefressen haben, kann das eine Eintrittspforte für Fusarien darstellen. Das wirkt sich dann negativ auf den Mykotoxingehalt in der Silage und im Körnermais aus. Die Schädlingskontrolle im Feld erfolgt immer im vorhergehenden Jahr vor der Ernte. Man kontrolliert 10x5 Pflanzen auf dem Befall. Brechen Pflanzen beim Beugen sind vermutlich befallen. Bohrlöcher oder Bohrmehl in der Blattachsel können den Befund dann bestätigen. Idealerweise werden mehrere Felder in der ganzen Region kontrolliert. Die Kontrolle vor der Ernte gibt einen Hinweis darauf, wie häufig die Larven in den Parzellen auftreten und ob man im nächsten Jahr Massnahmen treffen soll. In jedem Fall sollten aber die Stoppeln bis spätestens Ende April unbedingt gemulcht und idealerweise auch noch unterpflügt werden. Die 10-20% befallenen Stängel beim Körnermais oder 20-30% befallenen Stängel im Silomais sollten im nächsten Jahr Trichogramma eingesetzt werden.